Whisky Jason hier, Whisky aus der Sicht deines Amerikaners. Heute bin ich in Schottland, allerdings für meine deutsche Abfüllung, nämlich Horst Lüning. Willkommen in diese Club vom unabhängigen Abfüller, whisky.de, Malt von Horst Lüning. Nun, whisky.de hat schon längst viele eigene Abfüllungen gehabt, im Auftrag gegeben bei verschiedene Firmen. Aber zum ersten Mal haben wir einfach mal jetzt hier was von Horst Lüning. So besonders ist das nicht, diese Flasche. Allerdings überall wurde es denn jetzt hier online dargestellt, denn es gibt hier tatsächlich eine zweite Abfüllung von whisky.de. Nur ein Jahr älter, 5 € teurer. Und das ist der Highland Cattle. Darüber habe ich nichts gesehen. Komischerweise. Warum? Diese Flasche habe ich gekauft. Diese Flasche habe ich auch gekauft. Allerdings, whisky.de hat das an einige Influencer Flaschen geschenkt. Also, falls du ein paar Flaschen siehst und die Leute bedanken sich ganz, ganz herzlich, denn bei whisky.de kostenlose Flaschen. Ja. Okay. Wie ich sagte, ich habe meine gekauft. Was wir jetzt haben, ist 10 Jahre alt, 46%. Yay! Was wir haben, ist hauptsächlich jetzt hier tatsächlich Bourbon, 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 ein Hauch von Sherry. Was wir hier haben, und da werde ich gleich dazu kommen, ist Sherry, 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 ein Hauch von First Fill Bourbon. Beides wurde vom Agnes Dundee Distillers abgefüllt. Ein paar Leute haben das richtig erkannt. Da steckt dahinter ist Tammenthal und Glencairn. Allerdings, wer mein Video schon gesehen hat, auch mit Claire, weiß, dass dieses Agnes Dundee vorher ein Blender war, bevor sie die Distillerie gekauft haben. Und das heißt, sie haben eine ganz große Palette von verschiedenen Produkten. Das heißt, was da drin ist, muss nicht Tammenthal sein, muss nicht Glencairn sein, kann. Aber die benutzen ihre eigene Ware, um zu tauschen mit anderen, um auch Blend zu machen. Also von daher, falls jemand sagt, der schmeckt hundertprozentig nach Glencairn 10, ich zweifle daran, aber ich habe es noch nicht probiert. Schauen wir mal. So, 2002, Batch 1 nenne ich das ganz bewusst, denn jedes Jahr möchte gerne auch der whisky.de neue Flaschen rausbringen. Da 3000 Flaschen wird es denn davon in diese Batch geben, zumindest hat Ben das in seinem Video gesagt. Ich werde einen Vergleichswhisky rausholen und das ist natürlich auch ein Blend. So, ich stelle eine zweite steile These hier auf. Einen Moment, ich schenke das ein. Ich glaube, hört mal hin, bitte Leute, dass ich nenne das einfach mal 95% aller Menschen kein Blended Malt von einem Single Malt unterscheiden kann. Wow, Jason hat sich ganz weit aus dem Fenster rausgelehnt. Und ich habe ganz bewusst gesagt Blended Malt. Denn das ist das, was wir hier jeweils haben. Das heißt, da ist kein Grain da drin. Ein Blended Scotch kann ich sehr häufig und sehr gut erkennen. Aber woran werde ich ein Blended Malt erkennen können? Denn jede Flasche, was wir haben, was kein Single Cask ist, ist ein Blend von verschiedenen Fässern. Der einzige Unterschied ist, verschiedene Fässer von verschiedenen Distillerien. Und ich wiederum wette ich mit euch, dass über 90% der Menschen da draußen keinen 10-jährigen Tomentol von einem 10-jährigen Glencairn blind unterscheiden kann. So, 50-50 wird man wahrscheinlich erkennen, genau wie jeder Affe auch. Aber man wird das nicht ganz genau erkennen können. Denn diese zwei Distillerien haben zwar unterschiedliche Charakteren, aber sind doch ähnlich. Nun, ein Lagavulin, 10 Jahre alt, ein Ardbeg 10 Jahre alt, gegenüber ein Glencairn 10 Jahre alt, den wird man blind erkennen können. Weil, warum? Torf. Und vieles andere wird man erkennen können wegen Fässern. Ob etwas in ein Sherry-Fass gelagert ist oder Rumfass oder ein Portfass oder ein Madeira-Fass oder ein Bourbon oder ein alt ausgelutschten Bourbon-Fass, das erkennt man. Aber der Grunddestillat nach 10 Jahren in ein Refill-Hogshead, ich kann das nicht. Und ich schätze ganz ehrlich, die anderen von euch können es auch nicht. Und deshalb ist das irgendwie, ich könnte auch ein Single Malt raushauen und dann das miteinander vergleichen. Denn was ist das? Nur eine Mischung von verschiedenen Fässern von der einen Distillerie. So, farblich sind beide nicht gefärbt. Farblich sind beide sehr schön. Wir haben hier 40% bei Malt Riot. Wir haben 46% hier bei Whiskey.de. Wir haben hier Kälteverdrehung wahrscheinlich.
Ich habe es vergessen. Ja, ich nehme stark an, dass das Kältefiltrierung hat. Non-chilled filtered. Bravo. Und das hier für 34,90 €. Sehr, sehr schön. Okay, Whiskey Base Nummer 171026. Nase. Eine angenehme Mandelmoment, Malzmoment, leichte Vanillehauch, ein Touch von Puderzucker da drauf. Schön. Hier. Wesentlich kräftiger, wesentlich jünger, wesentlich intensiver. Ich fand diesen Malt Riot echt cool. Name war doof. Aber gute Whisky. So, cheers, 46%. Also einiges an Holz. Also hinten hier steht es immer wieder mit einem ganz leichten Eichenwürze. Wenn die schon Eichenwürze erwähnen, dann muss es denn schon ein bisschen mehr als ganz leicht. Süß, malzig, weich mit Zitrone, absolut. Diesen leichten Sherry-Noten suche ich und suche ich und suche ich. Hier steht angenehm voll mit Aromen, frischen Zitrusnoten, leichte Sherry-Fruchtigkeit. Dezente würzig Noten und etwas länger. Der bleibt ein bisschen länger, das stimmt. So, es geht eigentlich so. Also, das ist hier ein Whisky, der unkompliziert ist. Wer jetzt eine Offenbarung erwartet, wird enttäuscht. Wer allerdings einen vernünftigen Whisky für 34 Jahre haben will, der fast alle bei Roy seine wichtigen Sachen abhakt. Also, wir wissen 10 Jahre alt, wir wissen 46%, wir wissen nicht Kälte verträgt, wir wissen, dass ein Blend ist, verschiedenes. Hätte auch wahrscheinlich meiner Meinung nach fast ein Highland Blend sein können. Keine Ahnung, ob das überhaupt eine Kategorie ist. Eine super gute, solide Whisky. Mehr auch nicht. Wer jetzt hier einfach mal diesen Moment haben möchte von wow, nein. Das ist etwas statt Glenfiddich 12, wo man einfach mal das am Anfang des Abends trinkt. Kalibrierung und dann geht's weiter. So, gehen wir mal zu Riot. Malt Riot. 1770 Glasgow, neue Distillerie. Eine ganz neue Sache jetzt hier. Ich finde es schön, dass es auch neue Brennereien gibt. Mir persönlich schmeckt der Malt Riot besser. Eins, es gibt diese leichte Eichenwürze hier nicht. Hier gibt es eine Eichenwürze. Hier ist mehr Malz, hier ist weniger Zitrone, hier ist mehr ein dunkler Moment. Schöne, schöne Sache. Single malts from across Scotland with Glasgow. Whiskey at its heart. Okay, sehr gut. Da war noch irgendetwas hier drauf. Nö. Also, ich habe eher einen Moment, dass hier mehr eine Würzigkeit hier ist, der einfach mal tiefgängiger ist, komplexer ist. Wow. Alright. Gut, was ich tun will, ich nehme Whiskys immer gerne ein bisschen auseinander, indem ich einfach mal viel Wasser reinhaue. Und ich schaue mal, was dann da übrig bleibt bei 25% Pi mal Daumen. Und dann probiere ich ein letztes Mal und gebe ich meine abschließende Beurteilung her. Ja, Malz, immer noch Mandeln. Nicht gebrannte, da wirklich hier frische Mandeln ohne Salz. Noch nicht Marzipan, aber in der Richtung. Eben alles ist da, was ich vorher hatte. Noch ein bisschen leichte Puderzucker.
Aber am Ende bleibt diese Eichewürze. Was eine nussige Eichwürze. Ah, wow. Echt richtig krass viel. Gut. Er kriegt von mir eine 3. Also ich kann nichts Negatives bis auf diese Eichenwürze sagen. Ich kann auch wenig Positives darüber sagen. Okay, doch, 46%, yay. Non-chilled filtered, yay. Preislich 34 Euro, yay. Also ich wette mit dir, dass diese Flasche im Einkauf 19 Euro war. Ich wette mit euch, die verdienen 15 Euro pro Flasche praktisch dann da. Und das wahrscheinlich nachsteuern, um ehrlich zu sein. Werden wir es so sehen. Also ich kann natürlich daneben liegen, dass ich 24 Euro, also dass ich 10 Euro pro Flasche verdiene bei 3000 Flaschen. Hey, halt eben 30.000 Euro verdient. Warum nicht? Auch wenn es nur 5 Euro wäre. 15.000 Euro verdienen bei einem 3000 Liter, 3000 Flaschen Ding da. Was ich mir nicht vorstellen kann. Ich glaube echt nicht, dass sie eine Preisspanne von 5 Euro da haben. Ich würde eher zwischen 5 und 8 pro Flasche hier sehen. Wollen und sehen müssen. Also nicht schlecht, nicht schlecht. Okay, Whiskey Jason hier, Whiskey aus der Sicht deines Amerikaners. Meine Frage ist, ich bin nicht mit Horst aufgewachsen als Whiskey-Tuber. Meine ganze Beeinflussung und meine ganze Helden waren in der englischsprachigen Welt. Ich fing damit an, Scotch Test Dummies anzuschauen. Danach habe ich natürlich, bin ich weiter rüber nach Aquavit zu Roy. Da habe ich ein paar andere Leute gehabt, wie auch den Whiskey Tribe mit Daniel Rex und so. Die alle anderen in Deutschland waren für mich wenig Vorbilder, um ehrlich zu sein. Sorry, also Muttersprache Englisch, das ist einfach so meine Welt. Und meine Frage ist, wer hat euch am meisten beeinflusst in eurer Whisky-Karriere, nicht unbedingt, aber in eurer Whisky-Werdegang? War es tatsächlich Horst am Anfang, ging es rüber dann Richtung dann von mir aus den Paddock? Oder war es doch Whisky Gold? Ja, ich war auch dabei, aber ignoriere mal mich erstmal, denn ich würde gerne einfach wissen, wer sonst. Übrigens, wen ich ganz, ganz toll finde und fand immer noch, ist Peter von Whisky Turntable. Der Mann kann labern und ich finde es super. Und ab und zu mal habe ich echt einfach mal Lust, André von Whisky Evening mal hier zu erleben. Und viele Bubbler mache ich gerne und. Aber das sind die Leute, die ich immer wieder auch anschaue und sage, super. Whisky Jason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Bitte liken, bitte abonnieren, bitte teilen meine WhatsApp-Flaschenteilung-Gruppe. Dort wurde die schon verteilt. Die auch, aber da gab es noch ein bisschen was über. Das ist auch meine Sample-Liste, findet ihr auch unten. Jeden Tag 17.30 Uhr, jeden Sonntagabend 21 Uhr mit einem Gast. Bis dahin, Whisky Jason. Ciao.